Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 hier bei Explorer IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind im Wählen. Letzten Folge haben wir den Basilisken, der doch so das Doppelte an Level hatte wie wir. Haben wir fertig gemacht. Sind beinahe selber gestorben. Alter, ich komm da nicht. Ich musste mir danach erstmal eine Zigarette rauchen. Ey, das war ja. Der hatte uns vergiftet, war zwar schon tot, aber unsere Lebensanzeige ratterte bis quasi auf 0,1% runter. Und dann war der Dot vorbei und wir haben es ganz knapp überlebt. Ich weiß nicht, ob der da in dem Moment auch schon abgespeichert hatte. Und ich wäre natürlich ärgerlich gewesen. Nun gut. Wir haben noch zwei weitere Points of Interest hier, wo wir noch vorbeischauen müssen wollen. Und dafür müssen wir jetzt in diese Richtung hier hoch. Das heißt, wir müssen quasi den Weg zurück. Oder sollen wir am Wasser entlang gehen? Gehen wir am Wasser entlang, oder? Müsste doch genau auskommen. Pack mal die Waffe weg. Ja, als Belohnung gab es natürlich wieder ein schickes Silberschwert. War natürlich ganz toll. Haben uns auch sehr gefreut. Und wir schauen weiter. So. Ich glaube, jetzt müssen wir aber wirklich hoch. Ich glaube nicht, dass wir hier unten vorbeikommen. Wir müssen wieder ein paar Wölfe killen. Wir brauchen wieder Happa Happa. Ich habe jetzt ein paar Sachen, die wir in der Zwischenzeit gelootet haben. Es ist nicht viel. Rutscht der hier runter oder stirbt er? Ich weiß gar nicht, wie das mit dem Thema Fallschaden in dem Spiel eigentlich aussieht. Okay, hier kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr raus. Gut, kommen wir doch. Ja, das ist der berühmte Turm. Ne, das ist ein anderer Turm. Was passiert hier? Okay. In der letzten Folge hatten wir auch so einen Turm gefunden. Den können wir jetzt hier nicht sehen. Von hier aus nicht sehen. Und da konnten wir aber nichts machen. Sind also quasi nicht reingekommen. Haben ihn nur entdeckt von außen. Ist die Frage, ob man da reinkommt. Bei diesem scheint eine Hängebrücke zu sein. Vielleicht kann man da irgendwas machen. Och nee, ne? Was ist denn das jetzt schon wieder für ein Vieh? Ist das ein Drache? Lornruck. Das ist ein Drache. Ich wusste gar nicht, dass es in dem Spiel hier Drachen gibt. Aber wir kommen da nicht rein. Und da muss, kann man ja nicht schießen. Wie soll denn das gehen? Von unten? Was sind das für unten für Viecher? Da unten ist eine Riesenkiste. Okay, wir versuchen mal runterzukommen. Aber ich denke, den werden wir garantiert nicht packen. Also der letzte hier, der hat uns ja ganz schön aussehen, dumm aussehen lassen, der Obelisk in der letzten Folge. Ich möchte gar nicht wissen, welches Level der Drache dann hat. Level 2. Okay, Geralt. Vor allem, die müssen wir auch reparieren, also. Also Rüstung zeigt zwar im Moment jetzt nichts an, aber sie ist stark geschädigt. Wir haben zumindest aber die Wegmarkierung geholt. Das heißt, wenn wir irgendwann mal gehen möchten, können wir uns locker hinporten. Aber ich will zumindest wissen, welches Level der Drache hat, damit ich weiß, mit welchem Level wir hier antanzen dürfen. So ein Hackmeck für eine Kiste. Für eine Schnur und Eisenerz. Ups, nicht runterfallen. Okay, wo ist. Kommen wir hier durch? Da ist der Ertrunkene. Ja, ist gut, mein Freund. Level 10 ist der alleine schon. Okay, aber sollte machbar sein, oder? 10.
Ein Ort der Macht. Ich soll die Kraft anziehen. Hier war jetzt nicht so die Herausforderung. Da kommen noch mehr. Wo sind deine Freunde? Da kommen sie angeschissen. Ja, kommt schon. Hallo? Kollegen. Komm nicht? Warum nicht? Der Wind heult. Ich bin nervös. Okay. Geht noch mal ein bisschen. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hoch? Spontan würde ich sagen, gar nicht, ne? Wir haben zwar eine Zugbrücke, aber die können wir ja... Können wir hier rum, drum rum schwimmen? Komm hier... Ich denke nicht. Ich denke, wir werden im weiteren Verlauf irgendwie die Quest kriegen oder. Geralt, gehst hier rum? Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was wir hier gerade machen. Da könnte unter Wasser ein Eingang sein. Nein! Fall bloß nicht runter, Kollege. Taucht er hier? Er taucht. Aber nicht weit. Und nicht lange. Wie kommt man da rein? Schau mal. Wenn nicht, zieh mal weiter. Ich denke, das hat was mit der Brücke zu tun. Nur, wie wir die aktivieren sollen. Ne, ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Wie willst du denn eine Brücke von der anderen Seite? Das verstehe ich nicht. Das ist ja, entzieht sich jeglicher Logik. Du kannst ja nur aktivieren, wenn du auch drin bist. Verstehst du? Aber um reinzukommen, muss ja die... Wir versuchen nochmal dahin zu kommen, ob wir nicht irgendwas übersehen haben. Wenn nicht, zieh mal weiter. Wir werden dem Rätsel schon irgendwann auf die Spur kommen. Ist es? Ups, komm. Ja, komm. Sehr, sehr, sehr dezent geklettert, Herr. Von und zu. Springen nützt ja auch nichts. Kann man hier vielleicht aus der Luft ein bisschen... Nee, ich glaube nicht mal ansatzweise. Also ne, bringen auch nichts. Unten schwimmen ein paar von den Fifis rum. Vielleicht ist da unten der Eingang, ne, zu einer Höhle.
Ich weiß es nicht. Ich will mich jetzt auch nicht endlos hier aufhalten. Willst du da draußen ja nicht sehen, ne? Oh, jetzt weg zu... ist egal, komm. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt als nächstes hin? Ja, da haben wir einen Schatz und eine Quest. Ein Versteck voller kostbarer Waren. Oh, reizt mich jetzt. Komm, wir probieren es. Ich will es wissen. Wir gucken, wo die Ertrunkenen sind, killen die noch eben. Und dann schauen wir, ob da unten eventuell die Möglichkeit besteht, eventuell, dass dort das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ja, kommt er jetzt hier raus? Haben wir den angefixt? Siehst du, die schwimmen hier unter. Hier ist ein Eingang. Guck mal, der. Oder ist das er da oben? Nee, er zeigt ja hier unterhalb. Was mich jetzt nur ein bisschen stört, ist, dass wir die Fifis hier im Wasser nicht. Lass mal gucken. Nö. Hast du falsch gedacht, Explorer? Kein Eingang. Das verstehe ich aber jetzt nicht wirklich. Weil er zeigt die Gegner mit dem roten Pfeil nach unten an. Das heißt, die sind quasi unterhalb der Burg. Siehst du? Ne, die zeigt dir jetzt oberhalb. Okay. Okay, wir müssen auftauchen. Machen wir. Ja, schnell. So, siehst du unterhalb. Oder heißt das, ich bin unterhalb von denen? Kinders, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Okay, wir haben. Vielleicht google ich mal. Ne, warte mal. Da ist doch das Zeichen für eine Höhle. Ja, guck mal. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Da ist der Eingang. Wir hatten doch recht. Komm, schwimm rein. Nein, ist er weg. Da ist er. Erledigt. Schwimm weiter. Explorer. Sehe und verstehe die Zeichen. Vielleicht können wir Looten direkt abhauen. Phase. Okay. Wir kriegen also hier einen Schatz, ohne überhaupt einen Boss gemacht zu haben. Habe ich nichts gegen. Was haben wir denn jetzt für eine Brust? Eine blaue und die ist schlechter. 48er Rüstung. Und unsere hat jetzt 48er Rüstung. 15% Durchbohrung, Zerschmettern, Aufschlitzen. Irden, Durchbohrung, Aufschlitzen. Ja, tun sich also nur die Buffs ein bisschen. Was ist das? Stahlwaffe. 74 Schaden. Ja. Willkommen. Schick. Gefällt mir. Wie sieht die aus? Ja, nehmen wir so. Was sagt er jetzt? Also es tut sich nichts.
Aber jetzt frage ich mich ja trotzdem, wie man zu dem Vieh da hochkommt. Was? Da kommt man hoch. Ich will zumindest wissen, welches Level der hat. Und hier geht's wohl hoch. Kein Loot, kein Loot. Hier können wir noch was upgraden. Okay. Ja, klar. Über die Kunst des Manövrierens. Auf hoher See, wo nur der Horizont dem Auge als Anker dient, wiegt man sich rasch in einem trügerischen Gefühl der Sicherheit, welchem jederzeit der Untergang entsprießen kann, denn niemand kennt den Tag und die Stunde und kein Seemann weiß, welcher Punkt am Rande des Sichtfelds sich in eine nilfgaardische Dromone verwandelt, die auf ihn zurast. Die Segel gebläht, der Bug bereit, in den Rumpf zu schlagen wie eine Axt. Vorsorge ist die beste Methode, solchen Kollisionen zu vermeiden. Es gilt, die Augen offen zu halten, gerade dann, wenn die Seen glatt sind wie der Popo eines Säuglings und sich kein Fleckchen Land und kein Fetzen fremder Flagge zeigen. Und obendrein gilt es, die Ohren zu spitzen, gerade in den Wassern um Skellige, denn die Seemänner des Archipels geben sich beim Ruder mit dem Gesang den Takt und ihre Stimmen tragen wie weit Donnerhall. Oft hört man sie lange, ehe man sie erblickt, und das ist auch gut so. Kollisionen mit Langschiffen aus Skellige bedeuten doppelte Verdammnis. Das Schiff selbst ist vom Bug bis Heck gepanzert und da drin sitzen wilde, kampfgestählte Krieger. Albert Kermits erste Karte. Als ich die Studien unter Anleitung von Presse durchführte, stieß ich auf vier Orte, an deren Gravur mit dem Symbol der Katzenschule der Hexer zu finden waren. Diese Piktogramme sind sämtlich identisch mit dem Piktogramm, das wir in den Höhlen unter der Tempelinsel in Novigrad gefunden haben und ich habe sie auf der Karte eingezeichnet. Ist das Quest? Die Götter, die Mächtigen. Okay. Ach, das ist ein Queststarter. Okay. Jetzt ist die Frage, was hatten wir denn jetzt gerade noch an Loot gekriegt? Es ist ja alles so. Stahlwaffe. So. Und Schuhe. War noch Schuhe, ne? Was? Hier, Level, die sind schlechter, schlechter, schlechter. Die werden besser. Benötigt Stufe 7. Können wir die denn anziehen? Wir sind Stufe 7. Mhm. Was mit der Buchs? Gott sei Dank passt die nicht. Schlechter ist alles. Okay. Schatzsuche, Schemasuche. Ja, wir kommen gleich, mein Freund. Absolut Rafatz. Den können wir nicht looten, warum auch immer. Okay, ich weiß nicht, wann der Kollege uns da oben angreift. Wir werden mal eben speichern. Noch mehr Loot? Wir sind in Fall. Ah, er zeigt uns den Namen. Gut. Büffon, ja, Büffon. Totenkopf habe ich noch gesehen, aber konnte noch kein Level erkennen. Wollen wir mal hochklettern? Level 14 auch. Ja, es ist die Frage, wenn wir jetzt gegen den kämpfen, müssen wir jetzt vom Turm aus gegen den kämpfen oder wie soll denn das vonstatten gehen? Verstehe ich jetzt gerade nicht.
Ach, hier ist übrigens. Können wir die Brücke runterlassen? Können wir. Aber es ist die Frage, wo kämpfen wir gegen ihn? Ah, hier geht's auch hoch. Oh je. Kämpft man jetzt nur mit einem. Was? Okay, Silberschwert? Ich weiß nicht, ob der hier landet. Handwerksnotizen. Ja, haben wir noch Zeit zum Lesen. Ein Auftrag, wie ich ihn schon seit Jahren nicht mehr hatte. Mich hatte Hexer aufgesucht, der vom Baronett aufgesucht worden war, um sich der bösen Kräfte im Leuchtturm anzunehmen, die von den Schiffen an den Felsen zerschellen lassen. Er stand in der Tür meiner Schmiede, sah so edel aus wie ein Prinz oder Graf und sagte mir, dass sein Silberschwert während des letzten Auftrags beschädigt worden war. Die Klinge war stark angeschlagen, an zwei Stellen fast gebrochen. Ich fragte ihn, woher er denn wissen solle, wie ich eine solche Klinge zu reparieren wäre. Da gab er mir ein Schema und sagte, ich soll ihm eine gänzlich neue Klinge schmieden. Er versprach mir eine hübsche Summe dafür. Hätte mich bei der Herstellung dieses Dings fast selbst umgebracht. Ja, ich war Lehrling bei Meister Barnaby von Novigrad und ich habe schon ein oder zwei Hexerklingen im Leben geschmiedet. Aber es ist schon über 3 Jahre her, dass ich sowas zuletzt in der Hand hatte. Am Ende war es einerlei, denn ich hatte noch ehe ich damit fertig wurde, hatte der Hexer herausgefunden, was beim Leuchtturm vor sich ging. Und so musste er schnell zur Burg des Baronets eilen, um... Rest unleserlich. Greifensilberschwert. Gut, ich würde sagen, wir machen aber jetzt hier einen Cut und dann schauen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht mit unserem drakonischen Freund hier oben. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.